Willkommen zurück zum Anno 1800 Let's Play. Mein Name ist Koex und wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch unter den Videos gerne ein Like da. Wir machen direkt weiter. In dieser Folge werden wir uns Richtung Handwerker vorarbeiten. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit bekommen, die Zeitung zu nutzen. Kann ich auch einmal zeigen. Grün sind immer natürlich positive Effekte, rot negativ, kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Und wir lektorieren in den meisten Fällen, oder ich werde das so machen, für mehr Konsumverhalten, dass unser Einkommen gesteigert wird oder dass die Bevölkerung weniger Waren verbraucht, was wir aktuell noch nicht machen können. Machen wir das, das kostet auch alles Einfluss, muss man darauf achten, muss man immer im Blick haben. Und ja, was hatten wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben uns die erste Insel geschnappt, die erste große Hauptinsel. Sind jetzt bis zur Bevölkerungsstufe Arbeiter gekommen, haben den ersten Block ausgebaut. Haben damit natürlich jetzt weitere Baumöglichkeiten, Produktionsstätten freigeschaltet, um die wir uns auch gleich kümmern werden. Und wie gesagt, wir werden, ich weiß nicht, ob wir es in dieser Folge machen werden, aber werden uns jetzt Richtung Handwerker vorarbeiten. Das ist dann die nächste Bevölkerungsstufe. Und ja. Ich wollte noch mal kurz was zeigen, und zwar, was waren das noch mal? Genau, zum Beispiel hier bei der Bilanz, wenn ihr da draufklickt, kommt ihr auch in dieses Statistikmenü. Ja, das ist ein Weg, dahin zu kommen. Ich hatte es ja mit dem Tastaturkürzel in der letzten Folge gemacht, dass ihr auch wisst, wie ihr so dahin kommt. Ja, könnt ihr hier auch viele Sachen anklicken. Ich mache das meistens nicht. Ich benutze meistens Tastenkombinationen. Das nur dazu. Jetzt sehe ich auf der Karte unten rechts, dass unser Hugo uns auch eine Quest anbietet. Können wir doch benutzen, um einmal den Ruf bei ihm zu verbessern und noch ein bisschen mehr Münzen mitzunehmen. Dass wir schicken unser Schiff Archie, da fährt es ja eh gerade hin. Und das erste, was wir auf der Arbeiterstufe machen, Baumaterialien, immer das Wichtigste. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen Bretter ausgeben. So. Ziegel wollen wir herstellen. Ja, wir haben drei Vorkommen auf der Insel und wir werden auch gleich alle drei aktivieren. So wie möglich. Da baue ich auch das erstmal wieder alles im Blaupausenmodus vor. Bauen wir das Ganze so. Da wir die Arbeitskräfte haben, Silos können wir jetzt auch bauen, werden wir auch gleich bei den Schweinen nutzen. Bauen wir das doch einfach gleich hier auch auf. Und auch hier ganz wichtig, das Arbeitspensum hochstellen auf plus 50%. Aufgabe. Silos, nehmen wir an. Jetzt möchte sie uns auch noch eine Aufgabe geben. Also manchmal wird man von dem Spiel auch so ein bisschen überfordert, was Sachen angeht, die auf einmal kommen. Das ist aber eine relativ einfache Wimmelaufgabe, dann machen wir die schnell. Wir müssen hier nur so ein paar Tiere finden, die man recht deutlich sehen kann. Nur bedanken. Ja, war damit fertig. Gehen wir hier, machen wir das gleich vollständig. Machen wir hier die Arbeiter. Einwohneraufgabe auch noch. Ich würde sie nicht danach fragen, wenn ich nicht wüsste, sie verstehen. So, der ist wahrscheinlich irgendwo hier am Saufen. Also, nur ein wenig Beachtung. Items sind jetzt nicht so wichtig. So. Ziegelsteine, ganz wichtig. Die Bretter, wie gesagt, nicht so oft cappen lassen. Bretter verwenden. Und dann haben wir noch ein drittes Vorkommen. Auf der rechten Seite. Können wir das auch noch ausbauen. Wenn wir das gleich ausbauen, wenn wir die Materialien dafür haben. Das Schiff ist bereits angekommen. Aber die Aufgabe triggert nicht. Das ist leider auch etwas, was in dem Spiel öfters mal vorkommt. Dass die Aufgaben so ein bisschen verbuggt sind.
nicht funktionieren. Sehr, sehr ärgerlich dann in einigen Situationen. Wir stehen direkt eigentlich hier. Es geht auf doppelte Geschwindigkeit. Eigentlich müsste das triggern, tut es aber leider nicht. Dann können wir noch einmal vielleicht weg. Und ganz weg. Und dann nochmal hinfahren, vielleicht funktioniert das. Solange machen wir in der Stadt weiter. Die Gesteine jetzt komplett ausbauen alles. Das auch anläuft, wie gesagt, mit plus 50%. Und jetzt haben wir die neuen Produktionsketten hier unten. Polizeiwache haben wir zum Glück noch nicht freigeschaltet. Ne, darauf müsst ihr achten. Da müsst ihr das Arbeitspensum wieder runterstellen. Die Gesteine haben wir. So, Würstchen können wir jetzt herstellen. Da gucke ich mal, in welchem Bereich wir das am besten machen. Machen wir es doch hier unten gleich im Hafenbereich. Warum nicht? Warum nicht? Mal hier noch ein paar Schweine. 6 Stück insgesamt. 4, 5, 6. Sieht aus. Und diese Schweinezucht werden wir mit Silo bauen. Also ich werde das gleich upgraden, damit wir auch Silo-Gebäude hinstellen können. Müssen wir mal gucken, wie war hier mal das Layout, was ich gebaut habe. Ich glaube so. Dann die einfach so, ne? Genau, das sieht doch sehr gut. Sehr kompakt aus. Hiervon baue ich 3 nebeneinander. Mit Silos werden die plus 100% Produktivität haben. Dann haben wir hier recht viele Gebäude. Dann bauen wir hier auf jeden Fall nochmal Lagerhaus hin. Gut aus. So, wir haben Aufstandsmusik. Hier schon wieder los. Wir haben aber überall eine Feuerwache, von der wird nicht viel passieren. Machen erstmal weiter mit den Schweinen, dass wir da fertig sind. Haben wir das gebaut und dann bauen wir direkt nochmal. So eine Schweinezucht auf, recht viele. Und da werden wir dann später die Seife leicht überproduzieren und werden alles, was wir überproduzieren, was unsere Bevölkerung nicht verbraucht, werden wir bei Eli verkaufen. Das lohnt sich immer. Hier haben wir auch das Verhältnis 1:1, 0,5. Das heißt, wenn wir hier 6 haben, brauchen wir 6 Vasenmeistereien. Die können wir hier auch an die Seite bauen, denke ich. Nicht. Hier schon mal 4. Dann brauchen wir die Hälfte, also 3 Siedereien insgesamt. Hier vielleicht eine hinbauen, da. Brauchen wir hier noch eine hin. Noch ein Lagerhaus, dann haben wir 6. Dann haben wir das auch vorbereitet. Das ist also komplett Seifenproduktion. Diese 3 Gebäude hier mit dem Silo jeweils. Die 6 und die 3 Siedereien. Und hier haben wir die 6. Was heißen die 6 Wurstfabriken? Nehmen wir jetzt hier rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sieht das auch gut aus. Dann haben wir uns auch schon mal um die Wurst gekümmert. So, jetzt gehe ich mal wieder in die Produktionsübersicht, in die Statistik. Und wir sehen, wir brauchen wieder mehr Fisch. Ich passe das jetzt immer mal wieder an. Wir brauchen auch mehr Schnaps und auch mehr Arbeitskleidung. Kümmern wir uns erstmal darum. Das aus, das aus. Dann haben wir den Fisch. Schnaps werden wir jetzt auch anpassen. 3 weitere. Sollte erstmal reichen. Dann haben wir hier noch die Arbeitskleidung, die wir ein paar Mausklicks einfach schnell erweitern können.
2 genommen. Dann nehmen wir das, das, das und das Gebäude noch. Noch die Feuerwache. Dann sollte das auch wieder passen. Hier wollte ich mal, das nervt mich schon länger, einfach nur schnell die Wege nochmal durchziehen. So, dann haben wir das alles. Wo ist unser Schiff? Beim Archeus hat wieder nichts funktioniert. Ja, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht mal ein bisschen weiter weg. Blinzeln kann dir Erfolg verheißen. Noch mal hin. Bis die Quest vielleicht mal triggert oder wir werden sie verlieren. Nicht schlimm. Wenn es so ist. So, Handelskammer werden wir später mal bauen, wenn wir vernünftige Items dafür haben. Brot werden wir gleich bauen. Wir können schon mal ein paar Kirchen reinsetzen, die wir dann auch benutzen. Wege, Wege bauen wir. Wie viele? Da eine hin und hier noch eine hin. Alles im Blaupausenmodus. Segel werden wir jetzt auch bauen. Das heißt, wir bauen nochmal eine extra. Eine Schäferei extra. Schon mal im Hintergrund Segel produziert. Nein, wir müssen auf eure Arbeitskraft wieder achten, habe ich jetzt auch nicht gut gemacht. Wenn die gleich wieder gut versorgt sind, werden wir mehr Bauernhäuser erstmal aufsteigen lassen. Segel sind dann natürlich wichtig für unsere ersten Schiffe, die wir dann nutzen für unsere Handelsrouten. So, kleiner Hafen, was können wir jetzt hier bauen? Depots sind sehr gut, da könnten wir schon mal ein bisschen was vorbauen für später. Wir auch mehr Lagerplatz auf der Insel haben. Dann kann man hier ein bisschen den Platz nutzen hinter den Fischereien. Eine Möglichkeit. Es mangelt an Arbeitskraft. Ich werde die jetzt aber noch nicht ausbauen. Auch wenn wir eine gute Ziegelproduktion haben. Ich würde jetzt gerne ein paar mehr Bauernhäuser aufsteigen lassen. Fisch haben wir genug. Klamotten auch, Arbeitskleidung. Wichtigste. Irgendeinem Grund sind die noch nicht komplett versorgt. Guck mal. Dauert vielleicht noch einen Moment. Gehen wir auf zweifache Geschwindigkeit. Stahlträger werden wir erstmal noch nicht selber produzieren, weil wir viel zu wenig Geld dafür haben, weil die Produktion extrem teuer ist. Werden wir die erstmal bei Archie kaufen. Seife haben wir schon vorbereitet. Kanonen brauchen wir nicht, weil wir keinen Krieg führen werden. Keine Seeschlachten. Haben wir auch das meiste. Hier haben wir noch nicht freigeschaltet. Fangen wir jetzt an. Brot müssen wir gleich noch machen, aber ich fange jetzt erstmal an, die Wurst zu produzieren. Gleich mit Silo aufgebaut. Silo wird noch nicht funktionieren, weil wir noch kein Getreide haben. Baue ich noch ein zweites auf. Und mit erstmal zwei Metzgereien. Kümmern wir uns um Brot. Gucken wir mal, welche Ecke wir Brot packen. Ich denke, Getreide werde ich genau hier anbauen. Das sieht ganz gut aus. Da haben wir noch viel Platz. Noch mal ein paar Gebäude hier aufsteigen lassen. Die Arbeitskräfte haben, die benötigten. Werde ich auch wieder auf einfache Geschwindigkeit. Damit wir in Ruhe. Das wäre der geeignete Ort für mein neues Basislager. So, sie fragt, ob sie sich niederlassen kann. Hört uns hier, glaube ich, nicht. Soll ich machen? So eine beeindruckende Vegetation. Ich muss dir danken. Triggert immer noch nicht. Vielleicht, wenn ich Hugo klicke. Versuche zu Wurzel, ja, dann funktioniert es. Okay, dann ist das hier anscheinend der ein Trick. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Eli würde uns auch noch mal eine Aufgabe geben. Guck mir die mal kurz an. So eine Abholaufgabe können wir vielleicht noch mitnehmen später für ein paar Münzen. Machen wir erstmal Hugos Aufgabe und bringen die Leute beim Schiff. Möge sie noch ein wenig anhalten. Kümmern uns jetzt um die Brotproduktion. Brauchen auch ein bisschen Getreide für unsere Silos.
fangen wir an. Ich ziehe den Weg noch mal ein bisschen weiter. Immer zwei auf eine Mühle für die Brotproduktion. Und zu einer Mühle kommen dann zwei rein. Ein Lagerhaus dahin. Für die Silos brauchen wir extra Getreide. Von der baue ich jetzt noch mal so eine Getreidefarm extra auf. Und dann baue ich wieder zwei von denen, eine Mühle und Bäckereien dazu. Ebenfalls mal eine Feuerwache zur Absicherung. Und dann nochmal Lagerhaus. Versuchen wir auch hier den Platz möglichst gut und effizient zu nutzen. Ecken voll machen. Gerade die erste Insel wird später auf jeden Fall extrem voll sein. Wobei ich überlege, ob ich möglicherweise ein paar Sachen auslagern werde später auf die zweite Insel. Wir werden ja eh eine Paprika-Insel noch brauchen, eine Zeit lang zumindest. Bauen wir es auch direkt aus. Seit eine Farm, Getreidefarm nur für die Silos erstmal. Dann nochmal zwei für die Mühle. Auf die Mühle kommen dann die zwei Bäckereien. Hier werden wir dann gleich auch noch ein bisschen mehr bauen, weil wir werden natürlich für unsere Bevölkerung, die ständig wächst, noch mehr Brot brauchen. So, Quest, was haben wir hier gehabt? Jetzt sollen wir von hier wieder zu Archie. Ich hoffe, es funktioniert diesmal. Gehen wir wieder zurück. Noch ein paar Bauern aufsteigen lassen. So, Stahl wurde auch ein bisschen was eingekauft. Das heißt, wir können gleich... Wir brauchen immer für ein neues Konto 8 Stahl. Können wir gleich uns hier die Paprika-Insel nehmen, ansichern, bevor sie Hugo oder sonst wer sie wegschnappt. Bestimmt was, das ich brauche. Sie möchte Handelsrechte, das finden wir in Ordnung. Kriegen auch ein bisschen Münzen dafür, das ist super. Von der Güte des anderen profitieren. Nur ich würde halt nie in eine Allianz mit denen eingehen. Das würde ich immer vermeiden. Wir können auch mal unser Konto upgraden. Haben wir ein bisschen mehr Lagerplatz. Doppelt haben wir jetzt bis 150. Das heißt, wir cappen auch nicht so schnell. Das ist super. Das Brot werde ich gleich noch weiter ausbauen. Hier könnten wir dann auch gleich schon mal bauen. Und jetzt haben wir die Polizeiwache freigeschaltet. Und jetzt ist es wichtig, wie gesagt, oder ich mache es so, dass ich wieder runtergehe mit dem Arbeitspensum, weil ich eben nicht unnötig viele Aufstände provozieren möchte. Weil ich überlege, ich glaube, bei den Ziegelsteinen werde ich es provozieren, weil wir nur 3 haben. Und das wird uns sonst extrem verlangsamen. Dann machen wir das einfach so bei den Arbeitern. Das passt schon. So, die erste Kirche aktivieren. Kann ich auch mal zeigen, was die gibt. Kirche gibt Zufriedenheit. Ne? Sehr gut für die Arbeiter. Das heißt, es gleicht einen Teil von der Unzufriedenheit aus durch das erhöhte Arbeitspensum. Gut gemacht. Und ja. Wo ist unser Schiff? Noch nicht da. Dann baue ich noch mal ein paar Bäckereien. Die brauchen wir nicht. Aber ein paar benötigen wir schon noch. Vielleicht noch mal zwei auf eine Mühle. Noch mal zwei Bäckereien. Lagerhaus. Ich das nochmal, die Felder nochmal alle ziehen.
sollten wir eigentlich erstmal genug haben und genug vorbereitet haben. Die Küste will ich nicht unbedingt zubauen, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Mühle aus Versehen schon ausgebaut, nicht schlimm. Lassen wir hier auf jeden Fall ein bisschen Platz noch. Für die Hafengebäude. Wir möglicherweise noch hinkommen. Können das auch noch mal ein bisschen anders machen. Hier noch mal eine Feuerwache hin und dann hier noch mal Weg lang. Können wir auch ein bisschen schöner machen. Hier noch ein bisschen was von dem Platz mit. Hier müssen wir noch mal durchkommen, aber das passt noch. Ja, machen wir so. Dann haben wir das auch vorbereitet für später. Wird es wieder ein paar Häuser aufsteigen lassen zu Arbeitern. Müssen wir auch gleich alle Arbeiter oder haben jetzt alle Arbeitergebäude freigeschaltet. So, Produktionsübersicht. Mal schauen. Fische sehen gut aus. Schnaps gerade so. Das heißt, wir könnten Schnaps nochmal anpassen. Wurst wird noch gar nicht produziert, weil ich die wahrscheinlich. Ein Hof ohne Felder? Weil ich wahrscheinlich genau die falschen Gebäude gebaut habe. Das sollte euch natürlich nicht passieren. Beine wollt ihr natürlich bauen. 6 Stück. So. Müsste das eigentlich auch passen. Genau. Das sieht auch gut aus mit dem Brot. Können wir jetzt schon die Seife produzieren. Wir gucken nochmal auf unser Geld. Das sieht aber auch gut aus. Kontrollieren nochmal, wo unser Schiff ist. Geht wieder so nicht. Vielleicht müssen wir wieder das Konto klicken von Hugo. Office. Da funktioniert es leider nicht. Ich gehe nochmal weg. Wäre ja ärgerlich, wenn wir die Aufgabe jetzt nicht abschließen können. Wir schon einiges dafür getan haben. So, womit können wir jetzt noch weitermachen? Wir haben Brot, wir haben Wurst, alles vorproduziert oder vorgebaut. Müssen es nur aktivieren. Segel produzieren wir schon. Wir können jetzt auch schon mal die Segelschiff Werft bauen. Die packe ich einfach mal hier hin. Geld kostet die Antivive Münzen 10.000. Noch brauchen wir keine weiteren Schiffe, von der warte ich dann noch kurz damit. Gucke lieber mal, ob uns der Archie irgendwelche verkauft, aber ich glaube, er gibt uns Aufgaben hier. Mein Magen spielt wieder verrückt. Und ab geht die Post. Warten wir noch mit der Segelschiffwerft. Wir werden jetzt Polizeiwachen vorbauen. Die wir später natürlich brauchen werden. Brauchen wir nicht ganz so viele. Könnte reichen. Ich baue hier zur Sicherheit doch noch eine hin in die Mitte. Mit dem Setup machen wir ähnlich weiter.
Erste Polizeiwache ist auch gebaut. Geht gleich die nächste. Baue ich hier auch gleich eine auf. Dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Aufstände passieren. So, was ist jetzt hier mit der Aufgabe? Das ist ja sehr, 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 sehr nervig. Neue Befehle? Was ist los, Hugo? Warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert das nicht? Flaggschiff steht zu Diensten. Wenn ich noch länger warte. Geh nochmal einmal komplett weg und wieder hin. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann habe ich halt Pech gehabt. Kann ich die Aufgabe leider nicht abschließen. Geh nochmal in die Diplomatie und werden uns nochmal ein bisschen einschmeicheln. Natürlich. Wird also übrigens sehr viel einfacher, gerade auch bei Hugo, mehr Ruf zu bekommen, indem wir einfach, wenn wir genug Geld haben, mit ihm handeln, also einfach Items von seinem Konto kaufen, dann können wir uns da sehr gut und einfach im Gleichgewicht halten. Im Moment haben wir leider Pech gehabt mit der Aufgabe. Seife werden wir jetzt auch recht viel Stahl brauchen. Ich überlege, ob ich erstmal den Stahl nutze, damit wir uns diese Insel hier sichern. Ich glaube, das ist ein bisschen sinnvoller. Dafür brauchen wir allerdings unser Schiff. Ich gehe jetzt mal auf dreifache Geschwindigkeit. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Wir haben eh nur noch 3 Minuten abzugeben. Versuche, zur Wurzel des Übels vorzudringen. Hast du deinen Beitrag? So, jetzt geht's, warum deine auch immer. Autonomie ist beeindruckend. Wir bekommen den Ruf, der recht wertvoll ist bei Hugo. Steuermann? Bevor wir die anderen Aufgaben angehen, schicke ich jetzt mein Schiff. Nimm den Stahl mit von Archie, den wir da jetzt auch kaufen können, was auch sehr cool ist. Und billiger ist, als es selber zu produzieren. Wir könnten bei unserem Geld auch ein noch Siegel mitnehmen. Und hat er noch Holz? Heute hat er doch auch noch für uns. Sehr gut. Dann werden wir uns jetzt erstmal diese. Da werde ich mir jetzt erstmal diese Paprika-Insel direkt nebenan sichern. Steuermann? Wir hier hin, bauen hier ein Kontor. Dann bauen wir jetzt unsere Segelschiffwerf, weil ich merke, ich hätte gern ein zweites und ein drittes Schiff. Wir können auch nochmal bei Archie kurz gucken. Aber er verkauft uns noch keine Schiffe, leider. Segelschiffwerf gebaut. Können wir zumindest mal einen Schoner oder zwei erstellen. Nicht allzu viele Änderungen. Kleine Routen, so Zeitungen nerven uns auch wieder. Lektorieren wir. Zoom-Verhalten. Ihre Fakten. Sind auch wirklich alle so glücklich, wie du behauptest? Gucken wir mal, ob wir genug. Müssen wir aber eigentlich haben, genug Stahl für die Seifenproduktion. Wir brauchen hier 4 Stahl. Insgesamt 12, wenn wir 2 davon nehmen. Sieht gut aus. Bauen die auf. Die Schweinezucht funktioniert zu 200%. Darauf kommen 2 Vasen Meister rein. Und darauf dann eine Siederei. Ja, dann haben wir schon mal ein bisschen Seifenproduktion. Unsere Bevölkerung. Dann werde ich jetzt auch mal eine Route einrichten, beziehungsweise ich kann mit was anderem nochmal anfangen. Ich benenne meine Inseln gern nach Stadtnamen oder Ländernamen. Was sonst noch gut möglich ist für eine vernünftige Ordnung, wenn wir später sehr viele Inseln haben, ist zum Beispiel einen Zahlencode zu nehmen. Machen auch einige. Weiß ich nicht, ich nenne das jetzt einfach Frankfurt, unsere erste Insel, unsere Hauptinsel. Und dann werde ich mal die erste Route einrichten. Auch mit einer neuen Gruppe, die gleichzeitig erstellt werden soll. Und hier möchte ich einfach nur Seife verkaufen. Das heißt, wir nehmen Frankfurt mit rein und den Eli. In Frankfurt wollen wir die Seife einladen. Schoner wird eh nur 2 Plätze haben. Und bei Eli wollen wir die ausladen, also verkaufen. Dann werde ich hier gleich einen Schoner reinpacken.
Dann wurde gleichzeitig auch eine Gruppe erstellt. Bei den Gruppen mache ich es gerne so, dass ich pro Session eine Gruppe haben möchte. Das hier ist zum Beispiel jetzt ja die alte Welt. Und dann mache ich zusätzlich noch Gruppen für Transfer. Also ne, später wird hier dann auch noch eine Gruppe sein nur für Cup, eine nur für Envesa, für die Arktis und dann noch zum Beispiel eine zwischen alter Welt und Cup. Die nenne ich dann einfach nur Transfer, alte Welt, Cup. Ne, für alle Routen, die eben zwischen diesen Sessions ablaufen und Routen, die intern laufen. Das ist immer dann später im Spiel im Endgame sehr nützlich, weil man sonst sehr leicht die Übersicht verliert. Wenn man die erste Route auch erstellt. Wo ist unser Schiff? Ich gehe mal auf doppelte Geschwindigkeit, damit das Ganze hier mal schneller abläuft. Vom Stapel gelaufen. Müssten wir mal schauen. Seife müsste jetzt auch gleich produziert werden. Hier aus mit den Silos. Eigentlich anlaufen. Ich gucke nochmal ins Getreide rein. Wir haben zu wenig. Vergessen, was zu aktivieren. Aber eigentlich genug haben. Ach so, weil ich aus Versehen vorhin eine zweite was Mühle aktiviert habe. Das war der Fehler. Gut, dann sehe ich jetzt müsste es locker Getreide passen. Genau, Getreide ist genug da. Die Silos laufen gleich auch zu 100%. Seife wird produziert und dann brauchen wir noch eine Schule. Für die Schule, wenn wir noch ein bisschen mehr Stahl brauchen, würde ich sagen, dass wir auch diesen Bereich zuerst upgraden. Schauen wir mal, wo wir die Schule am besten positionieren. Ich denke, ich werde dann hier ein paar Gebäude mal zur Seite packen. Wenn wir hier die Schule hinbauen. Weil es auf der anderen Seite mehr Sinn macht, weil es dann das auch noch berührt. Oder wir machen so, dass wir die einfach abreißen und dann hier auch noch eine Schule hinbauen. Wird das auch alles gut abgedeckt sein später. Schiff vom ja, ist in Ordnung so. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Stahl dafür. So, Schoner sind da. Den einen Schoner werde ich auch gleich zur Route packen. Zack. Dann ist jetzt noch wichtig, im Konto einmal einzustellen, dass aber nicht die komplette Seife abgeschöpft wird, sondern ich will einen Mindestbestand haben, immer von 20. Ja, das soll das Schiff auf gar keinen Fall mitnehmen. Das heißt, wir werden hier auf der Insel immer Minimum 20 Seife oder nehmen wir lieber, ja doch, 20 ist in Ordnung, Mindestlagerbestand haben. Und alles, was überschüssig ist, wird der Schoner mitnehmen und bei Eli verkaufen. Das ist das, was wir erreichen wollten. So, wo ist unser Dings? Das Schiff ist da, wir bauen unser Kontor. Wir können es auch gleich upgraden, machen wir auch gleich. Dann schicke ich das Schiff weg. Nehmen den Stahl allerdings noch mit. Admiral auf der Brücke. Zurück. Der Stahl ist schon ziemlich wertvoll. Jetzt am Anfang des Spiels und das hier hin. Und ja. Wir sind kurz davor, die Handwerker zu erreichen. Viel fehlt nicht mehr. Sind allerdings auch schon bei über 30 Minuten. Dann beende ich die Folge hier. Und in der nächsten Folge werden wir dann genau an dieser Stelle weitermachen.